Lilo, ein kurzer Tipp. Jetzt ist es kurz vor Weihnachten. Und einige freuen sich vielleicht schon auf einen neuen PC und manche haben sich vielleicht zu früh gefreut. Auf aktuellen PCs ist UEFI, also Secure Boot und wahrscheinlich Windows 8. Und damit fangen die Probleme an. Nicht, dass Windows 8 jetzt das Problem wäre, sondern ein Bestandteil der aktuellen UEFI-Version ist Secure Boot, der das Booten auf vorher signierte Bootloader beschränkt und so Schadsoftware oder andere vom Hersteller unerwünschte Programme am Starten verhindert. Gut, klingt doch erstmal gut, dass Viren sich nicht in den Bootsektor einnisten. Aber natürlich hat auch Microsoft da was eingebaut, dass sein Betriebssystem dort startet. Hat man Glück, kann man ins BIOS gehen, ins System BIOS, eine Funktionstaste. Hier könnt ihr mal nachschlagen, was das BIOS ist. Eine Funktionstaste beim Starten drücken und UEFI bzw. Secure Boot wieder abschalten. Ich hatte das Vergnügen, einen Windows 8 Rechner einrichten zu dürfen für einen Bekannten. Da war es so. Ich blätter hier mal rum, damit das Bild nicht so statisch ist. Jetzt was so, ne? Kommt jetzt Windows 8 und wunderbar. Windows 8 eingerichtet, alles wunderbar, funktioniert prima. Nach mehrmaligen Booten überraschte mich das Betriebssystem mit so ziemlich gar nichts, ne? War ein Rechner von Dell, wunderbar, wunderschönes Gerät. Stand nur noch das Dell-Logo und Feierabend. Na gut, ich kann die Dell-Funktionstasten auswendig, F2 oder F12. Gut, mit F2 kam ich ins BIOS. Dort habe ich dann mal rumgefummelt und habe mal wieder die BIOS-Standardeinstellungen gewählt. Neu gestartet und tatsächlich bootete wieder alles. Ne? Ich hatte auch mal Secure Boot aus und Secure Boot an und der Rechner startete wieder und ich dachte, jetzt startet Windows, jetzt geht das los. Ne? Nee, stattdessen kam was ganz anderes. Die Festplatte ist gesperrt. Ich kam nicht mehr auf die Festplatte. Es kam noch die Meldung, die Festplatte ist gesperrt. Ein Systemwiederherstellungsdingens, was bei Windows 8 drin ist, hat alles versucht, alles gegeben, ging gar nichts. Die Festplatte war gesperrt. So sieht Secure Boot in der Praxis aus. Und dann habe ich mit Dell telefoniert und nach einer halben Stunde hat man dann auch die Lösung. Im BIOS war AHCI eingestellt. Und das musste wieder umgestellt werden auf RAID. Und wenn das falsch eingestellt war, dann hat Secure Boot sich verschluckt und wie auch immer. War ein bekanntes Problem und wird dann wahrscheinlich irgendwann gepatcht und wie auch immer. Jedenfalls ging gar nichts mehr. Ne? Die Festplatte war gesperrt und hätte ich jetzt keine Zeit gehabt, dann wäre ich von meinen eigenen Daten beziehungsweise der freudige Besitzer des neuen PCs abgeschnitten gewesen. Gut, Betriebssystem und Kompatibilität von diesem AHCI, ne? AHCI, da gab es schon vorher Probleme, ne? Da muss einiges eingestellt werden, sonst kommt es zu Fehlermeldung. Gut, musste ich auf RAID umstellen, dann ging's wieder. Gut, jetzt kämpft im Hintergrund, ne? Alles Mögliche, damit das wieder geht. Ne? Angenommen, da wäre jetzt die Option nicht gewesen, Secure Boot ein- oder auszuschalten im BIOS, dann hätten wir Linux und Benutzer überhaupt kein Linux drauf installieren können. Ne? Also gibt's mittlerweile Lösungen und wie auch immer, kann ich jetzt aber nicht testen. Ich habe so ein Ding nicht. Ne? Meine Rechner sind von 2010. Ich hänge euch die Links mal an, lest euch das mal alles durch. Also die Linux Foundation kämpft mit Microsoft Secure Boot Signier Service und mittlerweile machen verschiedenste Linux-Distributionen darum und kämpfen und machen und tun, dass Secure Boot Linux nicht ausschließt. Also man musste bei Microsoft einen signierten, ja, Bootloader signieren lassen, damit Linux überhaupt noch lief auf dem Ding, ne? Gut. Und die Linux Foundation sagt jetzt, ja, wir sind stolz, hier mitteilen dürfen. Mittlerweile haben wir eine Lösung. Wir haben bei Microsoft da mal was registriert und da gibt es ja mittlerweile auch einen Source Code für diesen Pre-Bootloader, der das ganze Secure Boot-Gedöns wieder umgeht. Also es wird furchtbar. Es wird fürchterlich. Selbst für Windows-Benutzer, die jetzt vielleicht unterm Tannenbaum sitzen, sich die Augen ausheulen und denken, was ist jetzt los? Die Festplatte ist gesperrt. Secure Boot, ne, macht das System so sicher, dass man selbst nicht wieder rankommt. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Kauft euch einen alten Rechner und tschüss.